Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal habe ich den ersten Band von Mr. und Mrs. X für euch im Review-Gepäck sozusagen. Also will eine Review über diesen Band machen. Ja, bei Mr. und Mrs. X, wie man es schon sieht, handelt es sich eben um Rogue und Gambit, zwei der sicherlich mitbekanntesten X-Men. Charaktere. Und ja, worum geht es hier? Also die beiden heiraten und sind dann eigentlich in den Flitterwochen und werden, ich glaube, es war Kitty Pryde. Auch hier ist es wieder etwas her, seit ich es gelesen habe, sollte das immer direkt aufnehmen, wenn ich es gelesen habe, aber das geht nicht immer so sehr. Nicht so direkt. Ja, genau, Kitty Pryde war es, die hier beide gewissen Tätigkeiten, die ich glaube ich auf YouTube so zeigen kann, stören, was man so macht in den Flitterwochen. Ja, auf jeden Fall stört sie sie, gibt einen dringenden Auftrag. Beide sollen sich sozusagen um ein gewisses Ei kümmern, hinter dem auch die Imperiale Garde der Shi'ar oder wie die heißen, diesem außerirdischen Völkchen, was man auch rund um die X-Men kennt. Ich spreche sie auch, glaube ich, falsch aus. Shi'ar Imperium. X-Men-Leute werden sie kennen. Auf jeden Fall die Imperiale Garde ist auch dahinterher. Wer auch dahinterher ist und es hat, ist hier Deadpool, der auch einen Gastauftritt hat. Ja, und darum geht es eigentlich, um diese Jagd nach dem Ei. Dann haben sie das Ei, dann passiert da was mit, dann muss das alles geschützt werden. Auf jeden Fall im Großen und Ganzen Rogue und Gambit sozusagen in den Flitterwochen in Action und einige sind so hinter ihnen her. Ja, was mir im Vorfeld gesagt wurde, ich bin ja bei den aktuellen X-Men gar nicht drin. Habe ja letztens diesen X-Men Blue Band bekommen, der etwas aktueller ist, den muss ich aber noch lesen. Bin aber so grob im Groben die letzten Jahre gar nicht so stark in den X-Men drin. Ich suche ja eher noch einige Sachen aus dem Elternbereich. Habe mir das aber geholt, weil ich einfach auch beide Charaktere mag. Vor allem Rogue ist ja einer meiner liebsten Charaktere überhaupt rund um die X-Men, wenn nicht mein liebster X-Men. Da müsste ich vielleicht auch mal ein Video zu machen, um die mal aufzulisten, wenn ich da am liebsten mag. Ja, auf jeden Fall, deswegen habe ich es mir geholt. Teilweise hier sehe ich auch gerade, und dann kommen wir direkt mal zu den Zeichnungen, teilweise hier mit wirklich sehr, sehr schönen Variant-Covern. Insgesamt Zeichner, wer ist das hier? Oscar Basadua, das ist ja ein toller Name, den ich wieder richtig falsch ausgesprochen habe. Kelly Thompson auf jeden Fall Autorin. Ja, die Zeichnungen, das sind so Zeichnungen, wo ich sage, finde ich völlig in Ordnung, gefällt mir, ist aber jetzt nichts, wo ich sage, boom, boah, das ist ja Wahnsinn. Aber die sind völlig okay, mag ich durchaus, tragen die Story auch, passen zur Story auch. Beschreiben die Charaktere gut oder stellen sie gut dar. Da bin ich recht zufrieden. Ja, und zur Story selber hier von Kelly Thompson hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Was ich am Anfang aber sagen wollte, ist, dass man mir eben gesagt hat, ey, eigentlich brauchst du dafür, ich glaube, den X-Men-Band Gold 6 und davor gab es ja auch so eine Miniserie, die Panini auch brachte, um das hier zu verstehen. Ich finde, muss man nicht haben. Ich habe die nämlich nicht und kommen mit der Story auch wunderbar so klar. Und deswegen sage ich auch immer, ich hatte ja selber ein bisschen Bedenken hier, aber ich sage einfach, ey, kauft es euch einfach, ihr lest euch rein. Hier Vorwort steht ja einiges drin. Da steht nämlich auch nochmal X-Men Gold 6. Da steht ja einiges drin, was man so im Vorfeld wissen sollte, was eben ein Vorteil ist. Ist natürlich, wenn man beide Charaktere kennt. Und ich kenne ja beide Charaktere von früher und weiß auch um ihre Beziehung zueinander, wie sie zueinander stehen. Deswegen
ist für mich so eine Hochzeit hier jetzt auch nichts, wo ich sage, boah, damit hätte ich ja nie gerechnet. Nein, damit habe ich gerechnet, dass die so zusammenfinden. Und ich finde, wenn man beide Charaktere kennt, weiß, wie die zueinander stehen, dann macht das alles Sinn. Story kann man gut lesen, wie gesagt. Was mir sehr gut gefallen hat, zudem ist einfach, dass man hier eben wie dieses Imperium, diese Shi'ar und ihre imperiale Garde, das sind auch so Charaktere, auf die ich auch schon zu Condor-Zeiten bei den X-Men getroffen bin. Das bedeutet, ich bin ja kein X-Men-Experte, aber habe hier so ein bisschen was davon. Und wenn man dann solche Charaktere hier wiedererkennt, oder wiederfindet in aktuellen Stories und sich daran erinnert, ja, die kenne ich, damals lief so und jetzt läuft so, sage ich mal, ist das für mich eine schöne Sache. Überrascht war ich über den Auftritt hier von Deadpool, der, ich glaube, hier in zwei oder drei, nein, ich glaube, in zwei Teilen hier vorkommt von diesen sechs Teilen. Und ihr wisst ja, Deadpool ist jetzt nicht so mein Charakter, wo ich den ich unbedingt immer brauche. Allerdings funktioniert er oft als Gastzar schon. Und hier ist das auch der Fall. Das hat wirklich Spaß gemacht. Diese beiden Storys oder diese Story-Abschnitte innerhalb dieser sechs Teile, in denen er vorkommt, einfach auch lustig. Ist einfach auch lustig. Oft finde ich seinen Humor ja in letzter Zeit, wenn ich da mal was von ihm aufgeschnappt habe, zu gezwungen. Aber hier passt es. Und insgesamt schreibt Kelly Thompson das Ganze auch tatsächlich humorvoll, denn auch die Sprüche zwischen Rogue oder die Dialoge zwischen Rogue und Gambit sind zum Teil sehr witzig, zum Teil auch natürlich auch tiefgründig für die Charaktere wichtig. Ja, und wenn man hier so Szenen, wie gesagt, am Anfang der Flitterwochen, da passieren auch so ein paar lustige Dinge, ein paar lustige Sprüche. Das macht schon Spaß. Die Story fand ich eben auch interessant. Sie fügt auch wieder ein bisschen was zum X-Men-Universum hinzu. Und ich sag mal, greift eben Sachen von früher, aus was ich bei Condor schon gelesen habe, durchaus auf und führt es hier so ein bisschen weiter. Man muss aber die Condor-Sachen nicht unbedingt gelesen haben oder diese alten X-Men-Sachen, obwohl ich die sowieso jedem, den Claremont und Byrne Run vor allem empfehlen würde. Aber muss man jetzt auch nicht gelesen haben, um es zu verstehen. Es wird ja auch im Zuge der Dialoge erklärt, was da ist. Auch alte Bekannte eben, die Starjammers, die man eben auch aus Condor-Zeiten noch kennt. Hier der Anführer Corsare oder Corsair ist ja der Vater von Entschuldigung, bin ein bisschen erkältet. Cyclops und Havok. Ja, das ist natürlich schön, wenn man diese Leute wieder trifft. Und deswegen hat mir der Band auch ganz gut gefallen. Ist hiermit auch noch nicht abgeschlossen. Diese grundsätzliche Story um das Ei erstmal schon, aber es geht ja hier schon noch weiter. Und es gibt ja auch einen zweiten Band, den ich auch habe und jetzt lesen muss. Wie gesagt, macht Spaß und funktioniert für mich auch erstmal, ohne in die aktuellen X-Men-Geschehnisse reingreifen zu müssen. Schreibt ihr mir mal rein, wie ihr den fandet, die den gelesen haben. Sir Acer natürlich wahrscheinlich, der liest ja viel, sag ich mal. Schreibt mir erstmal rein und hoffe ich, dass die Review euch wieder gefallen hat und wünsche euch natürlich noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Bis dann. Ciao.